Am Sonntagmorgen war sie schon da, Frau Lehrer, und hat hier rumgenervt, genörgelt ganz verschärft. Hier gibt's ja gar kein Bergallergie. Und was wir so aßen, das schmeckte ihr nie. Und dann noch dieser Fisch, der gehört doch ins Aquarium und liegt hier auf dem Tisch. Ein Rollmops ist kein Ei, ein Deich ist keine Alm. Und Juden tun hier Friesen nur, wenn wir ins Wasser fallen. Ein Rollmops ist kein Ei und wächst nicht auf dem Feld. Auch wenn er ständig sauer ist, er passt in unsere Welt. Auch wenn er ständig sauer ist, er passt in unsere Welt. Na gut, Tante Trude, dann probier doch mal Grünkohl mit Pickel. Wie geht's, wie geht's? Na gut, dann kriegst du eben Qualle auf Sand. Ja, das hat doch was. Frühmorgens klingelt die Post. Hurri, ist 10 Meter Päckchen für Sie. Hurri, Tante Trude schrie. Hurra, mein Eiblon ist da. Jetzt sitzt sie da und macht Tourquallera. Und jeder im Dorf denkt, die Fähre ist da. Trude, hör mal zu. Hier tuten die Schiffe, hier tut es nicht du. Ein Rollmops ist kein Ei, ein Deich ist keine Alm. Und Juden tun hier Friesen nur, wenn wir ins Wasser fallen. Ein Rollmops ist kein Ei und wächst nicht auf dem Feld. Auch wenn er ständig sauer ist, er passt in unsere Welt. Auch wenn er ständig sauer ist, er passt in unsere Welt. Ein Rollmops ist kein Ei, ist keine Alm. Und Juden tun wir Friesen nur, wenn wir ins Wasser fallen. Ein Rollmops ist kein Rai und wächst nicht auf dem Feld. Auch wenn er ständig sauer ist, er passt in unsere Welt. Auch wenn er ständig sauer ist, er passt in unsere Welt. Ein Rollmops ist kein Rai, ein Deich ist keine Alm. Juden tun wir Friesen nur, wenn wir ins Wasser fallen. Ein Rollmops ist kein Rabi und wächst nicht auf dem Feld.